Heitere Kurzgeschichten haben am Rosenmontag auf den letzten Tag im Fasching eingestimmt. Das Kulturamt der Stadtgemeinde hat gemeinsam mit der Stadt- und ÖGB-Bücherei Amstetten zur zweiten Faschingslesung in den Rathaussaal geladen. Ja, wir haben das voriges Jahr war es das erste Mal am Rosenmontag, dass wir mal was anderes machen, vielleicht noch mal ein bisschen für ältere Leute. Und wir haben sich das gar nicht so vorgestellt. Voriges Jahr, es war wahnsinnig lustig. Es war wirklich lustig, weil die haben super Gedichteln gemacht. Die älteren Damen und Herren, was da auf der Bühne gesessen sind, und es war für uns lustig. Wir haben es nicht so toll vorgestellt und es ist so gut angekommen. Darum haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt jedes Jahr. Es gehört am Rosenmontag, gehört auch ein bisschen was Lustiges. Da muss mir Brot frei. Da muss mir Brot immer noch. Otti und Berti sowie Marianne Lehner haben musikalisches Konfetti gestreut, während Elfi Bruckner, Veronika Kiermeier, Toni Parzer und Willi Leimer von der Niederösterreichischen Textwerkstatt humorvolle Texte in Mundart vorgetragen haben. Bei einer Vorstellung einmal habe ich mir angeguckt, was die anderen lesen. Wo man denkt, also da kann ich mich mit den Gedichteln, was ich heute habe, auch mich dort einordnen. Und so ist es dann geworden. In der Zwischenzeit sind es, weiß ich, über 400 Gedichteln in irgendeiner Form, aber viele, viele davon personenbezogen, die man heute halt nur einmal lesen kann. Und ist dann feigrot in einem Beichtstuhl hinein. Von 10 Jahren, sagt er, aber der Perls Köpfe. Ich bin kein Monsignore, ich bin nur der Pater Schöpfe. Ja, wieder, von 10 Jahren, bin der Pater, hört's mir da zu. Da wird er noch ein bisschen grantig und sagt, aus ist jetzt mit meiner Ruhe. Er schreit zu, ich sind sterisch, lass mir mal reden. Vor 10 Jahren bis jetzt die Beweichten quälen. Nur ein Lächeln schon am Morgen vertreibt so manche kleine Sorgen. Nur ein Lächeln Brücken schlägt, behütet dich durchs Leben trägt. Geht ganz tief ins Herz hinein, kann erweichen manchen Stein. Nur ein Lächeln jeden Tag, weil ein Lächeln viel vermag. Der Banküberfall. Die Reigerkasse in der Stadt wird heute überfallen. Der Gangster schreit, dass alle Gleise auf den Boden legen sollen. Vor lauter Angst, wer tat das nicht, legen sie sich gleich am Bauch. Denn alle kennen die Gefahr und es ist auch so der Brauch. Nur eine junge Bankerin, die geht's ganz langsam an, die legt sie auf den Rücken. Dass sie auch sehen, was kann. Da flüstert eine Kollegin, du, das ist nicht recht klug, weil das ist heute ein Überfall und kein Betriebsausflug. Hab schon verstanden. Wir freuen uns schon auf die dritte Ausgabe der Faschingslesung im Rathaussaal.